Blind Auditions, Battle Rounds und Sing-Offs. Es war ein langer Weg für die Kandidaten von The Voice of Germany. Am Sonntag singen Tay, Robin, Boris und Mark im großen Finale. Vor ihrem vielleicht wichtigsten Auftritt besuchten die vier die Bildredaktion in Berlin und präsentierten ihr Können. You better watch out, you better not cry, you better not pout and tell me why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Apropos Weihnachten. Mit dem Geschenkebesorgen hinken die vier Finalisten wegen des engen Zeitplans noch hinterher. Für den Schweizer Mark ist das aber kein Problem. Er sieht das Fest eher traditionell. Es ist doch schon gut und schön, wenn man was Gutes zu essen hat, beisammen sein kann, Kräzlein anzünden und irgend. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich so aus einem Stück Holz und dann ein paar Ästen, die ich geschnitten habe, dann mit der Bohrmaschine so Löcher in das Holzstück reingebohrt und dann einen Baum rausgeschnitzt. Das habe ich dann ins Wohnzimmer gestellt und dann kamen alle rein und meinten, oh, schöner Baum, ja. Oh. So, ja, der ist selbst gemacht. Nee, was, der ist selbst gemacht? Willst du uns verarschen? Nee, will ich nicht, geht doch hin und guckt. Bei Tay, der im Halbfinale die meisten Stimmen erhielt, spielt nicht nur Weihnachten, sondern der Glaube an sich eine große Rolle. Ich war mal auf einer christlichen Veranstaltung, zufällig bin ich dorthin gekommen und habe das Ganze dann so ein bisschen mitbekommen und hatte dann Interesse daran, das mehr kennenzulernen und habe mich dann dafür entschieden, ein Leben mit Jesus zu führen. Hinter Robin steht dagegen ein Haufen kreischender Groupies. Im Halbfinale flog glatt ein weißes Tanga-Höschen in Richtung des Singles. Ich weiß echt nicht, wo das Nacht dran geschnüffelt. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Also, ihr habt das irgendwo. Oh nein. Ja, klar, lügt doch nicht. Oh, ich weiß gar nicht, wo das ist. Nein. So im Apartment unterm Kopfkissen. Bleibt noch Boris. Der Hamburger findet seine Ruhe beim Tätowierer. Unzählige Symbole zieren die Haut des 27-Jährigen. Für Bild hat er die Bedeutung seines auffallendsten Motivs erklärt. Hier Leier und die Rose, die auf dem Kopf steht, das steht quasi dafür, einfach mal seine eigenen Gedanken in Frage zu stellen und die Bilder zu überprüfen, die du so im Kopf hast, die du seitdem du klein bist, an die Hand bekommst und einfach mal dich zu fragen, was ist, wenn vielleicht alles nicht so ist. Deine eigene Welt auf den Kopf stellen und mit deinen eigenen Gedanken irgendwie in deinen Kopf kriegen. Mit einem Sieg am Sonntag könnte sich seine Welt von ganz allein auf den Kopf stellen. Wer sich am Ende durchsetzen wird, das erfahren die Zuschauer am 18. Dezember um 20.15 Uhr bei Sat.1.